Was geht ab, meine Freunde? Und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tapia Mia, Tapias Bulk Vlog mittlerweile. Kommen noch zwei Videos. Ich muss noch zwei Videos schneiden. Aber ich glaube 30 sogar oder 31. Ich weiß es gerade selber nicht. Auf jeden Fall bin ich jetzt gerade in meiner Küche und wie ihr gesehen habt, habe ich mir gerade mein Müsli zubereitet. Back to the Rules aus Berlin und Österreich. So viel Müll mitgenommen, gestern im Kino gewesen, ihr habt es gesehen, hoffe ich. Dann auch den Tag vorher. Der Tag hat schon schlecht angefangen mit dem Club-Sandwich. Und hier zaubere ich mir gerade meine Eier. Classic, ich wurde gefragt von ein paar Leuten, wie ich meine Eier zubereite. Das ist super easy, Leute. Das ist echt easy. Einfach aufschlagen, Mais drüber, Salz, Pfeffer, Deckel drauf. Und wenn das Eigelb fest ist, wenden, Rückseite, nochmal anbraten, fertig. Also das ist kein großes Geheimnis und dazu muss man kein Starkoch sein. Was steht heute an? Ich muss gleich nochmal ein paar Dinge erledigen. Heute ist Montag, klassischer Tag für die meisten, wo die sagen, Stress, 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 scheiß Montag, oh nein. Bei mir ist der Montag aktuell relativ ruhig. Es gibt aber auch Montage, da hab ich Stress. Trotz allem muss ich jetzt heute ein paar Dinge erledigen, die liegen geblieben sind vom Wochenende. Hab eine geile Lieferung bekommen, zeige ich euch gleich im Anschluss. Und dann später geht's ins Brusttraining. So, und zwar ist ein Paket angekommen. DHL Express sogar. Das bedeutet, das kommt von außerhalb. Wo kommt das her? Schauen wir das mal rein. Ich habe so ein Paket noch nie erhalten in dieser Form. Wir haben nämlich bestellt bei... Wer kann das schon erkennen? Was für ein kleines Puzzle-Ding. Bei Gymshark. Eine Menge Zeug. Wie ihr seht hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Teile oder so. Also echt ein Haufen. Muss ich mal kontrollieren, was das alles ist. Wir haben nämlich eine ganze Horde bestellt für knapp 500 Euro. Das sind Frauenleggings, das ist auch eine Frauenhose. Das ist, glaube ich, sogar ein Frauenstringer. Der ist definitiv für eine Frau. Die sind, glaube ich, für Walid und für Oski. Diese Hightech-T-Shirts da. Hier nochmal eins in Blau. Dann haben wir hier nochmal eine Short. Die ist von Oscar. Meine Jacke, natürlich in L. Da habe ich mir mal was gegönnt, also eigentlich auch, schon aufgerissen, nur die Jacke. Alles andere gehört mir nicht. Auch hier nochmal ein T-Shirt, ich glaube auch Oscar oder Walid hat auch einiges bestellt. Auch hier nochmal in Blau. Das soll rot sein, ich weiß nicht, ob es auf der Kamera rüberkommt, so ein Rot, so ein Neonrot fast. Das ist für Manuel. Dann haben wir hier nochmal was für Arne. Das sind diese Stringer, die waren im Sale. Auch nochmal ein quasi diese Jacken, diese extrem geilen, enger liegen Jacken, ärmelfrei, die waren auch im Sale. 29 Euro, glaube ich. Und hier nochmal eine Shorts von Oscar. Ja, wenn man echt überlegt, so dieses bisschen Stoff, der ganze Stoff kostet 400 etwas an Euro, 450, ich weiß es schon gar nicht mehr. Bevor es losgeht, nochmal tägliche Dosis, wie gesagt, back to the rules, wieder wirklich weg von dem ganzen Siff. Zink, Vitamin D3, Pfeffer, nein Spaß, natürlich kein Pfeffer, Kohlenhydrate, also mein Kopf ist ja auch voll. Kreatin, hier, besser zu lesen, Kreatin von MyProtein, was mittlerweile auch schon ziemlich leer ist, ich brauche auf jeden Fall Neues. Und wie gesagt, ein Glas Joghurt mit zwei gehäuften Teelöffeln und dann geht's auf ins Gym.
So, Training ist durch, meine Freunde. Gewohnte Umgebung wieder, in meinem Auto, nicht in Berlin oder in Österreich. Und ihr seht mich gerade in dem meiner neuen Gymshark-Jacke. Was haltet ihr davon? Ich mach mal was auf ganz. Ich finde eigentlich, sie sehen echt geil aus. Angetan hat es mir vor allem, als ich die bei Manuel und bei Arne gesehen habe, hat mir nur die Jacke bestellt. Kostet es schon 50 Euro, ist schon echt für so ein Stück Stoff. Ja, guter Preis. Ja, zum Training. Was habe ich heute gemacht? Heute war Brust. Ich habe nur 3 Übungen gemacht, wie ihr gesehen habt. Es war weniger so ein schweres Training, sondern eher so wirklich so Mind-Muscle-Connection-Workout. Es ist bei mir sowieso, Gott sei Dank, zum Glück der Fall, dass ich echt gute Brustmuskulatur, also Brustgenetik habe. Da bin ich echt gesegnet. Deshalb habe ich auch echt so fette Titten. Kann man echt nicht anders sagen. Von daher ist es für mich eigentlich gar nicht notwendig, enorm, sag ich mal, viele Übungen zu machen oder. Oh, jetzt wackelt die Kamera. Sekunde. Wir haben jetzt. So. Es ist nicht notwendig, enorm viele Übungen zu machen, beziehungsweise jedes Mal klassisch immer schwer zu trainieren, sondern ich habe heute so ein Mind-Muscle-Connection-Training gemacht. Hat bedeutet, ich habe auch mal ganz anders, also die Struktur ganz anders aufgebaut als in den letzten, Brust-Workouts. Bedeutet, ich hatte ja Flachbank mit den Kurzhanteln, habe da 3 Aufwärmsätze gemacht, glaube ich 3 bis 4 Arbeitssätze sogar. Der letzte war mit den 40ern mal 10 und habe da wirklich langsam gearbeitet, wirklich schön in die Muskulatur rein. Ich habe das richtig, richtig geil gespürt. Bin dann übergegangen zu den zur Schrägbank. Da habe ich natürlich, ihr werdet euch bestimmt fragen, Mensch, der hat so wenig Gewicht gemacht. Da habe ich auch tatsächlich, das waren nur auf 20 auf jeder Seite, plus 20 die Stange. Obwohl uns immer wieder gesagt wird, die Stange wiegt nicht 20, die wiegt irgendwie 18,5 oder so nur im FedEx. Hat mir mal jemand erzählt. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist. Ich habe es nicht nachgewogen oder geprüft, wie auch immer. Aber wie auch immer, da habe ich auch extrem langsam gearbeitet, bin sogar ungewohnterweise komplett runtergegangen bis zur Brust, weil ich ja üblicherweise ehrlich so 90 Grad Winkel habe im Arm beziehungsweise einen Ticken drunter, und das reicht mir auch voll für den Muskelreiz. Bin aber komplett runtergegangen, weil es wirklich wenig Gewicht war und ich sehr kontrolliert gearbeitet habe. Mit viel Gewicht würde ich das keinesfalls tun, denn ja, da kann ich auf jeden Fall für mich sagen, da werde ich ganz schnell eine Schulterverletzung bekommen dadurch. Deshalb mache ich das grundsätzlich nicht. Da habe ich das aber wirklich gemacht, hat sich richtig geil angefühlt. Ich habe echt richtig so ein Brennen in der Brust gespürt, also die war richtig krass übersäuert. Und bin dann auch mal zu den Flies gegangen. Die Flies haben mir echt noch den Rest gegeben. Da habe ich sogar 4 Sätze gemacht und die letzten 2 waren Dropsets. Also ich habe da nochmal alles rausgeholt und das reicht mir voll. Das wird auch bestimmt den meisten reichen, aber ich sehe trotzdem immer wieder Leute, die wirklich 5, 6 Übungen für die Brust machen. Es ist nicht notwendig. Ich trainiere aktuell sogar von der Frequenz weniger als bis vor einem Monat oder 2. Also trainiere 4-mal in der Woche, sonst waren es immer 6 sogar. Und ich wachse trotzdem. So, ich nehme an Gewicht zu. Gut, da jetzt durch die ganzen Mahlzeiten der letzten Zeit kann es natürlich gut sein, dass es auch nicht nur Muskeln sind, sondern auch ein größerer Teil an Fett als sonst. Trotz allem nehme ich zu, krafttechnisch sowie muskulär, ich sehe das und ich kriege den Feedback von anderen Leuten. Von daher ist meiner Meinung nach ein Brusttraining mit 6 oder 7 Übungen nicht notwendig. Die Intensität ist notwendig. Es ist die Frage, wie intensiv das Training ist. Da könnt ihr euch selber entscheiden, ob ihr jetzt sagt, Mensch, ich mache viele Wiederholungen. Das ist genauso ist genauso intensiv wie jetzt statt 10 oder weniger Wiederholungen zu machen, dafür aber mehr Sätze von einer Übung. Von daher, ja, mein Wort dazu. Das Ende war gerade ein bisschen sinnfrei.
Man labert ein bisschen drauf los und dann verliert man irgendwie den Anschluss. Auf jeden Fall fahre ich jetzt was futtern und dann geht's nochmal ins. Der Klassiker wieder, New Saigon Nummer 90, Kokosnussmilch, Hähnchen und 3 Reis. So, meine Freunde, zu Hause wieder angekommen. Ich war gerade eben in der Stadt, habe nichts gefunden, war zu Saturn. Dann war mir der Weg von Gänsemarkt doch zu weit. Ich war eigentlich nur bei Wempe meine Uhr größer stellen, genau. Weil scheinbar doch mein Handgelenk auch gewachsen ist, so ein bisschen. Oder, keine Ahnung, die Venen sich erweitert haben, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat das gedrückt. Ich stehe jetzt hier nochmal am Herd. Und habe mir jetzt hier nochmal Fleisch gemacht für jetzt quasi. Dann nochmal zusätzlich Gemüse, mexikanische Gemüse von Rewe. Und auch nochmal Reis als solches. Dann haben wir hier nochmal Hackfleisch. Das mache ich mir heute, weil es abläuft ansonsten. Und dann kann ich das nicht mehr essen. Dann muss ich das wegwerfen. Deshalb brate ich das mir jetzt mit ein paar Zwiebeln an und esse das dann morgen mit Reis und ein bisschen Bolognese-Soße oder sowas. Ich habe da irgendwas von aller Natur. Gott, Schock bekommen. Ich dachte schon, mir fällt was auf den Kopf. Ich habe irgendwo eine Soße, Kidneybohnen, Mais. Nein. Im Kühlschrank habe ich noch irgendwo eine Soße. Wo habe ich die denn gesehen? Da. Und zwar die Soße hier. Arrabbiata von Alnatura oder Veggie Bolognese, wobei ich glaube, die ist leider nicht mehr ganz gut. Ja. Das haue ich mir jetzt dran, da setze ich mich nochmal an den Laptop. Ich muss nochmal ein paar Sachen abschicken und danke euch, dass ihr eingeschaltet habt. Die letzten 2 Tage waren ohne Training. Ich hoffe, es ist trotzdem gut angekommen. Wir haben leider echt relativ wenig gefilmt heute. Ich nehme es gar nicht mehr wahr, was ich filme, was ich nicht filme. Ich hoffe, euch gefällt es weiterhin, diese Serie quasi. Ich bekomme gutes Feedback, wie ich merke. Dann dementsprechend werde ich sie natürlich auch weiterführen. Und Leute, bleibt am Ball, zieht durch und schaltet beim nächsten Mal wieder rein. Bis bald.